Servus und Moin Moin ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Werbung vs. Realität. Super viele von euch haben sich ein Werbung vs. Realität mit Tiefkühlkost gewünscht. Schauen wir uns mal an, ob die Werbung hält, was sie verspricht. Beep, 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 beep. Diese Models, beep. OMG. Wow, die sind so... Nice Chicks. Nice Chicks. Wenn schon Tiefkühlkost, dann richtig. Und deswegen habe ich heute eine Kooperation mit Eismann und DHL am Start. Da bekomme ich nämlich meine Tiefkühlkost per DHL geliefert. Außerdem sind sie auch richtig fresh und so. Produkt Nummer 1 ist eine Tiefkühlpizza. Pizza! Also bei Tiefkühlpizza gibt es echt deutliche Unterschiede. Auf der Verpackung sieht die Pizza, finde ich, nicht so knusprig gebacken aus, wie ich sie gerne hätte. Und deswegen ist sie für mich nicht so appetitlich wie in echt. Und deswegen gebe ich für die Verpackung 3 von 5 Punkten. Jeder, der schon mal versucht hat, Pizza zu schneiden, weiß, dass es mit dem Roller einfach nicht funktioniert und mit dem Messer auch nicht wirklich. Deswegen jetzt der Haushaltstipp von André: Nehmt einfach eine Küchenschere. Hm? Schau dir die an. Oh, wenn ihr jetzt machen wir den Geschmackstest. Am guten. Cheers. Also die ist jetzt kalt schon, müssen wir dazu sagen. Das ist kalte Pizza. Daumen hoch, wer alles kalte Pizza liebt. Okay, ich leg's jetzt weg. Ich finde, sie hat gut Käse drauf. Sie ist saftig, knusprig vor allen Dingen am Rand, wie man hört. Hört ihr André knuspern? Oh. Einziger Abzugspunkt ist, dass ich Pizza Margherita nicht verstehe. Ich würde halt immer Pizza mit einem Belag drauf kaufen oder mit einem Belag draufpacken. Und deswegen gibt es einen Abzugspunkt und ich gebe 4 von 5 Punkten. Es gibt so eine Tiefkühlpizza, ja, die hat einfach richtig viel Fett oben drauf, wenn du sie in den Ofen packst. Ja, oder die ist so matschig. Und so ist sie halt gar nicht. Die ist halt echt gut. Nein, ich würde 5 von 5 geben. 5 von 5. Das nächste Produkt sind Chicken Wings. Jetzt raus mit der Sprache. Simon hat mir verboten, vor ihm Chicken Wings zu essen. Weil er sagt, das ist so ein Abtörner. Das Produktfoto ist gut, aber auch da hätte ich die Chicken Wings gerne noch ein ganz klein bisschen knuspriger von der Optik. So mehr so Barbecue-mäßig. Aber sie schauen schon gut aus. Also ich denke mir, also mich würden sie anmachen. Auch da hätte ich sie mir, glaube ich, noch ein bisschen knuspriger gewünscht von der Optik. Und deswegen gebe ich 4 von 5 Punkten. Würdest du sie auch heiß machen, die Chicks? Ich würde sie richtig heiß machen. Ja, richtig heiß und knusprig. Ich würde sie richtig heiß und knusprig so richtig machen. Schön goldgelb. Hm. Oh, und ja, dann richtig schön reinbeißen. Kommen wir zu den Chicken Wings selbst. OMG, oh mein Gott, Leute. Ich muss erst alles aufessen. Ich schwöre euch, ich habe diese Chicken Wings aus dem Ofen rausgeholt und die sind auf der Zunge zergangen. Also die sind wirklich, wirklich, wirklich lecker. Und sie haben eine ganz leichte Schärfe, weil sie zum Teil so ein bisschen Chili-Flocken drauf sind. Ich finde die so weich und saftig. Ohne Schmäh, ich kann für diese Chicken Wings nur 5 von 5 Punkten. By the way, Leute, nur weil dieses Video bezahlt ist, heißt es nicht, dass ich und meine Meinung bezahlt ist. Ne? Ich sag schon meine Meinung. Ich sag's. Hanno steht wirklich auf Chicken Wings. Ich stehe wirklich auf Chicken Wings. Mhm. Als nächstes Produkt haben wir Riesengarnelen. Es sieht sehr schön geschmückt aus. Also es ist eines der wenigen Bilder, was wirklich sehr viele noch Extras hat an Zutaten, finde ich. Und deswegen dachte ich mir so, mal gucken. Wir haben gemeinsam relativ schnell hingekriegt, ne? Dass es echt so gut aussah. I like it. Ich gebe für die Verpackung 5 von 5 Punkten. Schon. Du geile Garnele, du. Die Garnelen sehen in der Realität übrigens wirklich genauso aus wie auf dem Bild. Also kann man nicht meckern. Ich muss sagen, ich bin aber eher ein Fan von Garnelen zusammen mit Knoblauch in der Pfanne angebraten. Also ich finde sie super, aber ich würde sie mir anrösten. In dem Zustand, wie sie jetzt sind, gebe ich 3 von 5 Punkten. Kann ich auch 4 von 5 geben. Awesome. Meine Himbeeren sehen nicht mal im nicht tiefgekühlten, frisch aus dem Supermarktzustand so aus. Und in der Realität, sieh an, sehen die dann auch anders aus. Also die Verpackung soll einfach dazu da sein, mir Lust zu machen. Das hat sie auf jeden Fall geschafft. In dem Fall weicht Realität ziemlich von der Verpackung ab und deswegen gebe ich 2 von 5 Punkten. Im Vergleich zu anderen Tiefkühlhimbeeren muss ich sagen, ich finde, die sind im aufgetauten Zustand noch ziemlich fest. Schmecken gut. Die sind sogar leicht süßlich. Wenn man jetzt dekorieren möchte mit frischen Himbeeren, so, dann funktionieren Tiefkühlhimbeeren halt einfach nicht. Das ist ja klar. Wenn man allerdings irgendwie sich so einen geilen Smoothie machen will oder sowas und dann hast du es halt schon frozen, das finde ich auch geil. Gute TK-Himbeeren, nichts dran zu meckern. Ich gebe 4 von 5 Punkten. Ich auch. Echt? Ja. Cool. Ich hole jetzt übrigens das Eis. Das kommt als nächstes.
Sorbet, Hanna. Sorbet. Also ich finde, die Verpackung sieht richtig gut aus. Ich bin ein Fan von weniger ist mehr. Also dieses Sorbet ist echt stilvoll inszeniert. Ich finde das cool, dass das so nicht so eine perfekte Kugel ist, sondern dass sie auch so ein bisschen, die hat Charakter. Und dann sind ganz vereinzelt so ein paar Heidelbeeren dabei. Versteht ihr? Das ist gut. Und deswegen gebe ich 5 von 5 Punkten für die Gabe. Ich habe das Ding aufgemacht und es hatte diese Farbe und ich war erstmal so, André, guck dir diese Farbe an, ne? André, das war meine Reaktion. Ja, ganz genau so war's. Ja. Also es schmeckt sehr fruchtig, schmeckt sehr frisch. Ich hätte gerne noch ein bisschen Milch dazu. Ich hätte noch so gerne vielleicht noch ein paar Schokostücke. 3 von 5 Punkten. Kommt noch ein kleiner Tipp. Wenn ihr so Sorbet habt oder Eiscreme und euer Tiefkühler nicht wirklich einstellbar ist, dass es einfach die ganze Zeit nur super kalt ist, dann müsst ihr ein bisschen Klarsichtfolie hier oben drauf legen und dann den Deckel zumachen. So bekommt ihr keine Eiskristalle im Eis. Hanna, wusstest du das? Nee, das wusste ich nicht, André. Sehr gut. Yeah! Also ihr könnt euch auch ganz entspannt von zu Hause aus eure Tiefkühlkost von Eismann über DHL bestellen. Das geht ganz einfach über die Eismann-Homepage. Vielen Dank nochmal an Eismann und DHL an dieser Stelle, dass ich all diese leckeren Sachen probieren durfte. Schreibt doch mal in die Kommentare, in welche dieser Sachen ihr gerne reingebissen hättet. Wenn ihr Lust auf noch mehr Videos habt, dann klickt doch auf eines dieser Videos. Hier findet ihr eine 10 Zutaten-Challenge auf meinem Kochkanal. Ist es richtig, richtig geil geworden, das sage ich euch. Und wenn ihr hier kein Video mehr verpassen wollt, klickt hier erstmal noch vorher kurz auf Abonnieren. Lasst mir ein Abo da, dann sehen wir uns nämlich nächsten Donnerstag wieder um 16 Uhr. Und das wird mich urfreuen. Bussi, baba!